Schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Heute zeige ich euch, wie man als Nachtelfe startet. Besser gesagt, das Opening an sich. Ja, wie viele Wische sollte man bauen? Wie viele Einheiten sollte man machen am Anfang? Welche Gebäude muss man bauen? Ja, das zeige ich euch kurz in diesem kurzen Tutorial. So, starten wir mal hier neu. Am Anfang gleich 4 Wishes in die Goldmine. Einen Wisch bauen wir. Mit dem einen Wisch hier, der übrig geblieben ist, machen wir einen Altar. So, den schicken wir dahin. Wenn dieser Wisch zu dreiviertel fertig ist, nehmen wir hier einen Wisch raus und machen einen Mondbrunnen. Und sofort Wisches nachbauen, die kommen in die Goldmine rein. Mit dem Wisch hier machen wir ein Ancient of War, also einen Uhrturm des Krieges. Und immer hier Wisches nachproduzieren. Am Anfang dauert das so ein bisschen. So, jetzt haben wir die 60 Gold wieder bekommen. Jetzt produziert er wieder nach. Wir machen erstmal die Goldmine voll. Und nach der Goldmine wird Holz gesammelt. Gold ist erstmal die wichtigste Ressource, allgemein. Und wenn wir die. Also wir können ja nicht mehr als 5 Einheiten hier reinschicken, also 5 Wishes. Darum schicken wir den Rest zum Holz sammeln. Die sind gleich fertig, die Gebäude. Mit dem einen Wisch gehen wir scouten. Euer Gebäude ist Hier bauen wir fertig. mal Illidan einfach. Und mit dem anderen Wisch, das habe ich schon automatisch gemacht, schicken wir den Holz sammeln. Den Wisch. So, wir bauen weiter Wishes. Das geht ungefähr bis 21 Supply. Euer Gebäude ist Wir fertig. machen sofort, wenn der Uhrturm des Krieges fertig ist, einen Bogenschützen. Und bei 18 Supply machen wir noch einen Mondbrunnen. Das dauert ein bisschen, bis wir 40 Holz gesammelt haben. Wenn wir die Es ist haben, mehr Holz erforderlich. machen wir noch einen Mondbrunnen. Nicht genügend Gold. Ich bin bereit. So, den entwurzeln wir, wenn der Bogenschütze fertig ist. Zeigt den Weg. Und greifen mit dem Kein Wort mehr. Bogenschützen an. Ihr seid am Zug. Ich werde es versuchen. Mit dem Ancient of War können wir hier Bäume essen. Dadurch heilt er sich. Das ist sehr wichtig. Wichtig ist, dass wir mit dem Uhrturm hier niemanden, also keine Einheit töten. Sondern erst wenn Illidan da ist, weil sonst kriegt Illidan keine Erfahrung. Das wäre natürlich sehr schlecht. So, wir essen noch einen Baum. So. Wenn der Mondbrunnen fertig ist, machen wir noch einen Wish. Nur das ist ein bisschen unglücklich, dass er jetzt Illidan gefokust hat. Normalerweise fokust er die ganze Zeit den Uhrturm. Aber ist nicht schlimm. So, wenn der 21. raus ist, der 21. Wish, taggen wir weiter. Und dann jetzt können wir theoretisch weiter creepen oder den Gegner nerven. Was wir noch bauen werden, ist auf jeden Fall die Jägerhalle. Das ist für unsere Upgrades ganz wichtig. Und ja, das war eigentlich schon das Opening zu den Na Nachtelfen. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Über ein Gefällt mir würde ich mich sehr freuen. Vielleicht könnt ihr auch mal ein Abo dalassen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.